Herzlich willkommen, liebe Leute, hier von Brüssel für eine neue Mission vom Doc-Kanal von über den Blick über Europa. Ich will euch heute ein bisschen erzählen über den europäischen Semester. Wir hatten schon ein darüber geredet, ein bisschen mehr allgemein, ein bisschen mehr generell. Und ich wollte heute auf ein paar Sachen angehen, die nur am Gang sind, sich zu ändern, ein bisschen mehr Sozialpolitik an Europa, die Anklang findet. Und dafür will ich euch darüber ein paar Sachen erzählen, die wir hier am Sozial- und am Beschäftigungsausschuss diese Woche diskutiert haben. Das europäische Semester bezeichnet ja am Anfang den Zeitplan für die Koordination, hauptsächlich unter den einzelnen Mitgliedstaaten, Koordination an der Strukturpolitik, makroökonomisch geguckt, an aber auch Budgetpolitik, wo die einzelnen Länder, wie gesagt, im Rahmen von der Wirtschafts- und Währungsunion, wo das muss mit denen aufgestimmt werden, wo das muss koordiniert werden. Das Parlament hat an dem Zusammenhang einen Initiativbericht verfasst. Und den Initiativbericht will ja am Anfang so, wir holen die Initiative für die Kommission abzufordern, ein Legislativproposal zu machen oder ein Initiativ zu holen, weil die Kommission ja die Initiative recht hat. Und wir können just abfordern, für das sie, wie gesagt, vorkommen, für das sie Gas geben, für das sie ein Initiativ holen. Das haben wir gemacht. Und den Initiativbericht, der fordert am Anfang drei verschiedene Sachen, drei ganz wichtige Sachen. Einerseits für die Sozialindikatoren, die an dem europäischen Semester bislang nicht mehr ganz schwer Niederschlag fanden, für die mich deutlich auf hier zu heben. Ihr wisst, dass bislang ganz viel, am Moment ist ganz viel, oder die letzten Jahre ist ganz viel Wert darauf gelöst, für, wie gesagt, den öffentlichen Haushalt, das Budget an Equilibre zu kriegen, für nicht weiter Schuld zu machen, oder konträr für Schuld aufzubauen und so weiter. Das heißt, mehr am ökonomischen Bereich, mehr am Finanzbereich und am Sozialbereich ist eigentlich relativ wenig geschieht. Und das ist eine Aufforderung, die wir holen. Das heißt, für Sozialindikatoren, für die ich dass die mich stark berücksichtigt gehen und dass die auch Anklang fanden an den europäischen Semester. Der zweite Punkt ist der Sozialdialog, wo ich hier schon davor geschwärzt habe, wo auch ein ganz paar die Initiativen geholt gesehen für den Sozialdialog auf europäischem Niveau relanciert zu kriegen, für das den mich stark konsideriert wird an allen Domänen, an allen politischen Bereichen. Und der dritte Punkt ist natürlich Protection Sociale, also ganz konkret alles, was die Pensionen ist, alles, was die Arbeitslosenunterstützung ist. An so Führung. Und das, wie gesagt, da mehr Wert soll drauf gelöst werden. Das Flexibilität, das ist auch ein Sujet, was ganz stark, wo ganz stark Wert drauf gelöst wird. Denn Flexibilität, das versteht natürlich, geht für ihn etwas anderes. Und dafür ist es wichtig, dass er darüber schwätzt, dass er sich darüber eins geht, was mit der Flexibilität gemeint ist. Und das ist zum Beispiel, dass die Investitionen, was ja die letzte Zeit ein Sujet ist, wo wir auch schon darüber geschwärzt haben, für dass die mehr stark konsideriert werden, auch noch an den Stabilitätskriterien von den Ländern, die Flexibilität, dass die soll bestehen, für dass die nicht mehr sollen zu den Defizitberechnungen mit ungerechnet gehen, was dem Moment ging heischen, dass Mitgliedstaaten an nachhaltige Entwicklung, an den sozialen Bereich und so weiter mehr stark können investieren, besonders an Infrastrukturen auch die Langzeit erfolgreich schon die Langzeit wert tun und dass das dann nicht mehr, wie gesagt, am nationalen Budget als größere Depensen mitberechnet wird. Soweit zu der Flexibilität, weil das ganz wichtige Sujet ist. Und, am Klartext heißt das eigentlich, dass am Gegenteil zu der Kommission Barroso, die ja von 2008 bis 2013 ganz viel Wert darauf gelegt hat, für zu spüren, was vielleicht zu dem Zeitpunkt doch wichtig war, für eine Message zu gehen, für öffentliche Budget in einem Equilibre zu kriegen, was auch nach weiter muss gefeuert gehen. Mehr auf der anderen Seite hat Kommission Juncker aber auch aus dem Gang hier Versprechen, die sie gehen haben, anzuhalten, anzulesen und wie gesagt, ein Gegengewicht zu schaffen mit den sozialen Indikatoren. Ein zweites Sujet, den ich mit euch schwätzen will, das ist PNR. PNR ist Passenger Name Record, also alles, was Passagierdaten an Flugwesen aus Daten erfassen, zum Beispiel, wenn der Bucht man Flieger, ihre Nummer, ihre Adresse, wo der Flit, Destinationen, wo der Eskalle macht, also Zwischenlandungen, mit Wetter wird bezahlt, Kreditkartennummer, ihr Gepäck und so weiter, für das alles zu erfassen, die Daten davon.
Nach den terroristischen Attacken von Paris stünd Parlament jo, die letzten zwei Wochen relativ stark an der Kritik, weil wir den Vorschlag von der Kommission von 2011, weil wir den 2013 blockiert haben, wo wir gesagt haben, den ist nicht am Equilibre mit dem Datenschutz. Das heißt, einerseits die Daten, die wir liefern an die Amerikaner, gibt es den an Amerika wollt Landrechte haben, den hat das schon müssen machen. Auch andere Länder verlangen das von ihren Airlines, das heißt, von ihren Kompanien, dass sie die Daten liefern. Und da haben wir im Moment eine Panoplie von gewollt sozusagen an Europa. Aber das ist sich im Rahmen von den Erkenntnissen, als sich zusammengesetzt haben, für wie gesagt, den Dossier weiterzutreiben. Wir verlangen natürlich als EVP, dass das geschieht, dass die Daten ausgetauscht gehen, weil das extrem wichtig ist. Mehr auf der anderen Seite, aber auch nicht zu allen Preisen. Das heißt, wir halten natürlich darauf, dass einerseits auch die Freiheiten und auch die Grundrechte an Europa, dass die gewährt bleiben. Ich meine, hier muss ein Equilibre haben zwischen den Daten, die ihr liefert, wie lange ihr die kann speichern, was für Daten das sind, für was das zu benutzen gehen, auf welche Hände zu kommen. Das einerseits. Und auf der anderen Seite natürlich aber auch für eben den Datenschutz selber, was eine große Errungenschaft ist von Europa. Die Menschenrechtskonvention sieht das am Artikel 7, das Grundrechtscharta von der EU sieht das am Artikel 7 an 8, das heißt für da, die Daten für das Menschenrecht, die Protektion der Daten, also Menschenrecht unzugesehen, aber wie gesagt, dass den Donner das nicht kann, egal was man. Darüber leben wir Wert als EVP. An den Vorwurf, dass wir heute blockieren, ist an der für sich nicht richtig. Und es gibt auch eine Bewegung an dem Dossier. Es gibt Bewegung dran, weil der Reporter hat Bereitschaft gewissen, für mit den anderen Berichterstatter zusammenzukommen. Die Kommission hat Bereitschaft gewissen, für eventuell ihre Projekte zu ändern, zu amendieren. Sie sollen am Mehl einen großen Vorschlag machen an die Richtung, am ganzen Terrorismusbekämpfung, wo das da natürlich auch ein Sujet ist. Es ist aber so, dass, wenn natürlich die Amendementen, die von links und rechts Motto ablesen, wenn die uns nicht weit genug gehen und wenn wir doch keine Einigung finden, dann wird die Kommission für an den nächsten Monaten eine neue Proposition machen, wo dann noch ein verhandelt wird. Also, wie gesagt, das ist einerseits Urgence hier. Einerseits darf ich aber auch nicht an ein Hetz verfallen, an aufgrund von denen Ausschlägen, aber immer paranoid gehen, an alles, hat alle Hack ein Terrorist gesehen. Und darf ich, wie gesagt, nicht nur die Menschenrechte, die Rechte, die wir haben an Europa, für die einfach so leichtsinnig abzugehen. Weil ihr wisst ja, wenn ich denke, wie so etwas abgehen wird, dann ist es immer schwerer für den oder darum zu kämpfen. Also, einerseits Sicherheit, ja, einerseits Menschenrechte, Grundrechte von der EU garantiert. Das ist das Ziel, darunter schaffen wir. Und das wird uns auch gelingen, da sind wir ganz zuversichtlich. Das wäre von hier für Brüssel. Wir sind auch nächste Woche nach einem Kehr hier zu Brüssel, wenn wir dann auf Straßburg gehen. Gucken, was nächste Woche aktuell ist. Ich werde dich jedenfalls im Laufenden halten. Vielmals merci für den Nachgucken.